Was ist eigentlich die Antragsveranlagung? Aus dem Begriff wird deutlich, dass hier keine Pflicht zur Abgabe der Einkommensteuererklärung besteht, sondern du hier freiwillig auf Antrag eine Steuererklärung abgeben darfst. Aber macht es denn Sinn, freiwillig eine Einkommensteuererklärung abzugeben? Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir in diesem Video, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Rott und ich erkläre dir in diesem Video steuerliche Grundlagen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lohnt sich das also auf jeden Fall. Damit du immer alle Videos mitbekommst, drück auch auf die Glocke und lass gerne einen Daumen nach oben da. Wie eingangs erwähnt, besagt die Antragsveranlagung, dass du freiwillig eine Einkommensteuererklärung sozusagen auf Antrag abgeben kannst. Wenn du nicht zum Kreis derjenigen gehörst, die pflichtveranlagt werden, dann wirst du nur aufgrund eines Antrags zur Einkommensteuer veranlagt. Der Antrag erfolgt dadurch, dass du eine Einkommensteuererklärung einreichst. Eine grundsätzliche Frist ist hierbei nicht einzuhalten. Es gelten lediglich die ganz normalen Verjährungsfristen von maximal 7 Jahren. Wann ist es denn nun sinnvoll, freiwillig eine Einkommensteuererklärung abzugeben? Die Antragsveranlagung ist immer dann sinnvoll, wenn aus deinen Versorgungsbezügen oder aus einem Arbeitsverhältnis Lohnsteuer einbehalten wurde, deine tatsächlichen Werbungskosten oder Sonderausgaben aber höher sind als die in die Lohnsteuertabellen eingearbeiteten Pauschbeträge. Der Werbungskostenpauschbetrag bei Soldaten beträgt zum Beispiel 1.000 Euro pro Jahr. Sind beispielsweise die Werbungskosten bei dir durch angefallene Fahrtkosten, Arbeitsmittel und so weiter höher als der Pauschbetrag von 1.000 Euro, dann ist mit einer Steuererstattung zu rechnen. Statistisch betrug die Steuererstattung bei der Antragsveranlagung in den letzten Jahren durchschnittlich 1027 Euro. Nochmal kurz zusammengefasst, es gibt die sogenannte Pflichtveranlagung und die sogenannte Antragsveranlagung. Die Pflichtveranlagung habe ich bereits in diesem Video erklärt. Bei der Antragsveranlagung handelt es sich um die freiwillige Abgabe der Einkommensteuererklärung. Das kann sinnvoll sein, da oftmals eine schöne Steuererstattung winkt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Falls du weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.